Jo, da sind wir wieder am Start mit unserem Polizeiofficer-Simulator. Und wir machen heute weiter. Was haben wir denn hier? Wo stehst du hier blöde in der Gegend rum, Kollege? So, dann gucken wir mal hier. Da steht nämlich noch jemand ein bisschen blöd im Weg. Ja. Das ist nämlich der. Ja. So, auf den Bürgersteig. Kriegen wir dann auch noch einen mit. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? So, kriegst du doch. Er wird in Kürze bei Ihnen sein. Bei dem Auto muss weg. Ich habe keine Meldung gerade, dass ich wie eine Funkstreife kriege. So. Mal gucken, ob wir noch was Schönes in die Hand kriegen. Ob wir noch was Schönes kriegen. So, Fahrer, Fahren und der Blinker. Ich musste sie herausfinden, weil sie nicht geblinkt haben. Ja, und? Alter, bist du blöd jetzt, oder? Ausweis und Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Okay. Okay. So, erstmal Verschluss bestrafen wegen dem Fahren und dem Blinker. Kriegst du Strafzettel. Das gibt einen Strafzettel wegen des unterlassenen Blinkens. Das kostet 60 bis 150 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Schon übertrieben, tatsächlich, ja. So, erster Linie machen. Bitte steigen Sie aus dem Wagen und treten. Dadurch, dass der ein bisschen nervös ist, will ich ihn gerne nochmal ein bisschen kontrollieren. So. Wir machen mal eine kleine Kontrolle. Du bist schon wieder am Telefonieren, ne? Machen wir mal Alkoholtest. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Nö. Aber Drogen hast du bestimmt, ne? Muss ja, ich muss nur testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. So, ich werde Ihnen gleich auf jeden Fall erstmal Handschuhe anlegen, oder? Weil ich will mir das Auto gerne mal wieder angucken. Du wirst auf jeden Fall mal Handschellen anlegen, wegen Pflichten. Ich verhafte Sie, weil Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Bitte, was bitte, hat er da? Tun Sie das nicht! Das hat er gar nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin, aber gut, okay. Ich wollte eigentlich erstmal nur festhalten. Ich werde erstmal dein Auto kontrollieren mit dir, weil irgendwas war, ist bestimmt noch. Okay. Erstmal keine Sicherheit, keine Dings. Fahrzeug ist zu. Okay. Dann gucken wir mal auf die Beifahrerseite. Nämlich, dass er da irgendwas hat. Geld. Okay, brauchen wir nicht. Gut, im Auto ist das mal garantiert nichts. Hat eigentlich nichts. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, Officer. Bitteschön. Ich möchte mir das Ganze nochmal angucken. Okay, Ivan Schim heißt er. Ja, eigentlich hat er nichts getan. Deswegen lassen wir ihn laufen. Er ist zwar nervös, aber er hat nichts getan. Ich nehme ihn jetzt die Handschellen ab. Danke, Officer. Da. Er hat seine Strafe bekommen, er hat nicht geblinkt und damit hat er seine Strafe bekommen und darf auch weiterfahren. Würde ich sagen. Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Kriegt er das zumindest mal. Kann ja sein, wie gesagt, bevor die mir ja wirklich hier türmen, wie vor einigen Folgen.
Gut, den lasse ich jetzt mal laufen. Weil der Unfall jetzt gerade wichtiger ist. So, warte mal. So, dich werde ich jetzt mal kontrollieren. Du bist nämlich die... Was hat er gesagt? Die rote Ampel war es, ne? Die kriegt er jetzt. Fahrer. Und? Fahrer, fahren, rote Ampel. Ich habe Sie angehalten, weil Sie über eine rote Ampel gefahren sind. Ich hätte schneller fahren sollen. Tja, dann hätte ich es trotzdem gekriegt. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. Keine Sorge, wir machen den Unfall gleich danach noch. Okay. Oh! Sie hatten Versicherungsschutz abgelaufen. So, Verschluss bestrafen wegen Fahrer. Kein Versicherungsschutz. Strafzettel. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Dann ist abgelaufen, vor allen Dingen. So. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. So, Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Gut, okay, das ist klar, dass Sie den jetzt... Ich kann Ihnen noch eine Knolle geben, weil das Ding nicht passt. Also, ich wollte eigentlich... Da wird der Versicherungsschutz ist auf jeden Fall weg. So. Du darfst definitiv nicht mehr fahren. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall. Gestohlene Versicherung, gestohlenes Fahrzeug. Gefälschte Versicherung. Auf den Haftbefehl, nein. Nein. Handschellen anlegen, auf jeden Fall. Nee, kann ich ja nicht. Durchsuchen wir mal die alle. Durchsuchen. Ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen. Das werden wir mal tun. Weil eigentlich jetzt gerade der Unfall wichtiger wäre, ne? Schokolade und eine Sagelade. Okay. Ja, kein Kommentar jetzt. Gut. Dann wirst du einen Alkoholtest machen. Wenn du Alkohol getrunken hast, dann geht alles so knapp. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, weg. Um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Also nicht. Das Auto ist definitiv weg, weil sie darf ja nicht mehr fahren. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen. Weil der Versicherungsschutz abgelaufen ist. Sie darf also ohne Versicherung kein Auto mehr fahren. Gut, ist negativ. So. Warten Sie hier und keine Dummheiten. Verstanden. So, das heißt, ich werde den Wagen jetzt abschleppen lassen hier von hier. Ich hatte ja eigentlich nichts. Ich werde jetzt telefonieren, klar. Keine Gegenstände gefunden. Mal gucken, was er. Jetzt bleibt, so stehen bleibt. Fahrzeug sich suchen. Weil der Wagen ist ja definitiv weg. Das heißt, sie darf ja ohne Versicherung nicht mehr fahren. Gut. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihren Standort geschickt. So, die wird auf jeden Fall ihr Auto erstmal loswerden. Warten Sie! Bewegung! So, gut. Jetzt machen wir jetzt mal den Unfall hier, damit wir weiterkommen heute noch. Was haben wir denn hier? Unfallzeug gefahren. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Dieses Fahrzeug hat die durchgezogene Linie überfahren. Das ist gefährlich, Officer. Ja, okay. Gut. Jetzt wird der Wagen abgeschleppt von der. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Ja, natürlich, Officer.
Okay. 26.03.2023 ist okay. Test, machen wir mal Alkoholtest. Ob der bitte nicht... kooperieren Sie friedlich, während ich teste. Weil das Auto kann ja auch nicht mehr fahren. Das muss ja auch wieder abgeschleppt werden. Negativ. So, Drogentest nochmal. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. THC, der ist... das war's dann für dich schon wieder. So, Handschellen anlegen. Betäubungsmittel. Besitz von... So, in dem Moment hat er Alkohol am Keuer. Er hat ja Cannabis genommen. Sie sind festgenommen, da Sie unter dem Einfluss von Cannabis gefahren sind. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer. Ja. Damit hat das schon mal erledigt. Ihre Schicht ist um, Officer. So, erstmal Verstoß bestrafen, auf jeden Fall wegen Fahren und da. Okay, brauchen wir nicht. Das heißt, du wirst auf jeden Fall erstmal. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Hier steht ja kaum was. Das ist mir scheißegal. Und du wirst auf jeden Fall erstmal festgenommen wegen Gefangenen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, dann wird das Auto auf jeden Fall erstmal... Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, so. Ein Abschlepper ist schon unterwegs zu... Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Klar, bitte sehr, Officer. Der ist auf jeden Fall schon mal weg. Oh, ho, 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 das ist der seiner Frau. Mein Freund, also was haben wir denn hier am Start? So. Gut. Was wollen wir erstmal? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Gut. Du hast auf jeden Fall Verschuss bestraft. Fahrer. Naja, warte mal. Warte mal, Fahrer. Handschellen. Warte mal. Kannst du das jetzt nicht. Warte. Verstoß bestrafen. Fahren. Nee. Ich meine, der hat ja. Gar nicht, der hat ja einen gefälscht, ne? Ich muss sie durchsuchen. Ah, ja, arbeiten Sie bitte. Wie war das denn mit dem Gefälschten? Ah, muss jetzt gerade mal gucken. Weil der fährt ja von dem mit seiner Frau oder was auch immer. Danke, menschliche Zähne, alles klar. Ne, laufen lassen kann ich ihn, werde ich ihn definitiv nicht. Handschellen anlegen. Aha, gefälschter Personalausweis. Gefälschte Versicherung, gefälschter Personalausweis. Sie sind wegen Mitführens eines gefälschten Ausweises festgenommen. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, tun Sie das nicht! Doch. Ja, was haben wir denn hier für Leute heute unterwegs? So. Die Handschuhe brauchen wir nicht abnehmen. Verschuldete Strafen können wir auf jeden Fall wegen... Selber. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Du kriegst auf jeden Fall erstmal... Hier ist der Unfallbericht. Im Ernst? Das ist nur ein leerer Bericht. Interessiert mich nicht. Du wirst nicht festgenommen. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Doch, die Karre wird auf jeden Fall erstmal abgeschleppt. Ich werde Sie verklagen, weil Sie meinen Wagen ohne hinreichenden Verdacht haben abschleppen lassen. Naja, ganz einfach, weil du mit dem... Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. So, hat die. Haben die jetzt irgendwie eingebuchtet, die Olle? Alter, was haben wir denn für Leute unterwegs? Ach, der steht schon da. Okay, der hat den anderen schon eingebuchtet. Und ich warte jetzt auf den Abschleppwagen. Wir machen nämlich jetzt Feierabend. Ja, bitte, Officer.
Ach, wir haben doch Verletzte. Das ist mir gerade aufgefallen. Oh, Schutzelein. Entschuldigung. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Das heißt, wir werden noch einen Krankenwagen rufen. Oh, hier liegen mehrere. Ja, wir werden auf jeden Fall Abschleppwagen rufen müssen, weil hier tatsächlich mehrere Leute noch liegen. Ich muss gerade zugeben, auch wenn es wichtig ist, die habe ich tatsächlich gerade komplett missachtet. Also nicht missachtet, ich habe es einfach nicht gesehen. Upsi! Okay, dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Es tut weh, aber geht schon. Okay, gut. Können Sie selbst gehen? Bis zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden? Ja, ich kann aufstehen. Ich komme mit. So, steh mal auf. Lass dich mal untersuchen hier. Genau, geh am besten mal durch den Sanitäter durch. Jetzt haben wir eigentlich schon Feierabend und haben noch genug Mist an Bord jetzt gerade. Scheiße. So, steig ruhig ein. Genau. So, kann ich jetzt noch hier weitermachen? Ne, warte, das Auto wollte ich gar nicht ansprechen. Ich wollte das auch. Warte mal. Nee. Ach nee, die macht jetzt weiter quasi. Ah, okay, okay, der kann. Schauen wir mal. Können Sie mich hören? Es tut weh, aber. Okay, gut. Können Sie selbst gehen? Bis zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden? Ja, ich kann aufstehen. Ich komme mit. So, natürlich. So, Unfall mit dem Fall mit Verletzten haben wir noch nicht. So, jetzt kümmere dich bitte mal noch schnell um den Herrn, der hier noch liegt. Und dann haben wir zumindest. Okay, was haben wir denn hier? Können Sie mich hören? Moin. Es tut weh, aber ist nichts Schlimmes, glaube ich. Gut, aber ein Arzt sollte einen Blick auf Sie werfen. Hallo, können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Ja, ich glaube, ich kann gehen. So, dann machen wir hier nämlich jetzt. Warum auch immer der Krankentransport da hinten noch steht. Weil der hat den Abschlepper noch auf. Aber ist egal, wir haben auf jeden Fall erstmal die Verletzten weg. Und können dann quasi jetzt auch Feierabend machen, weil jetzt kümmert sich hier ein Arzt drum. So, kann ich den jetzt irgendwie anfordern? Das bin ich nicht mit, der Sirene, das ist der Kollege hier vorne. Hallo, du sollst. Ist egal. Komm, wir machen mal Feierabend für heute. So, dann checken wir hier mal kurz den Unfall ab. Na, komm schon. Das war jetzt mich jetzt gerade nicht hier durch. So. So, müsst ihr eigentlich jetzt alles haben, ne?
können die beiden Autos abgeschleppt werden. Oder sowas. So, ich glaube, dann haben wir auch alles. Ja. Ne, da vorne ist noch was. Gut. Ich mit der Kamera. Und wir fahren zum Polizeiwache zurück. Mach mal Feierabend für heute. Die Folge ist schon eh lange genug gewesen, aber den Unfall. Gerade. Ich weiß, dass ich hier gerade komplett in die falsche Richtung fahre. Was soll die Wache eben? Wieso nebenbei gerade? Auf der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Keine Sorge, ich fahre. Ist jetzt eigentlich egal, wie sie fahren. Hey, ist das Bilder? Ist die Wache? Karte gucken. Wo ist denn die Wache hier? Moment. Markieren wir einfach mal den Weg. Wir haben aber gerade ausgefunden, dass wir tatsächlich auch die Straße, dass wir auch die Wache markieren können oder die Punkte markieren können. Entschuldigung, was ist euch? Ich fahr gerade wie geht der? So. Ist das gerade der Gefangenentransport oder der? Ach, das ist immer noch der Gefangenentransport, der da steht. Oh, das war keine Absicht. Na, wo muss ich denn da lang? Ist das blöd? Naja, es ist immer noch der Gefangenentransport, der da vorne rumgeistert. Also, wir müssen bestimmt auf die andere Seite vom Gebäude hier. Können müssen wir. So. Naja, wie dem auch sei, ist es ja ein bisschen. Ist ja ein bisschen just for fun. Ist ja jetzt nicht unbedingt was wichtig. Ich habe mein Ziel erreicht. Perfekt. Die Spenden. So. Machen wir hier wirklich Feierabend für heute. So, checken wir das mal kurz ab. Viel zu tun gehabt heute. Halspunkt insgesamt minus 60, okay. Haben wir's? Naja, wir haben doch ein bisschen was gekriegt. Ein neuer Tag im Büro. Was haben wir denn für Schichten noch zur Verfügung? Okay, wir haben ein bisschen was zu tun. Ja, aber das machen wir nicht heute mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit einer weiteren tollen Schicht.